Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Edna bricht aus. Wir haben in der letzten Folge alles abgedeckt, was sich um die Kirche herum abspielt. Jetzt werden wir selbige auch betreten. Das ist nicht abgeschlossen. Und was haben wir denn hier alles Feines? Wir haben einen Altar, wir haben ein Kreuz, wir haben eine Kanzel, wir haben eine Tür. Wir haben viele, viele Bänke. Eine weitere Tür, logischerweise noch ein Kommentar. Und war es das eigentlich schon dann? Wir schauen. Nach hinten können wir auch noch gehen. Das ist weit unten am Bildschirmrand, war ich da noch nicht. Okay, wir können noch nach hinten gehen. Dann würde ich sagen, fangen wir allerdings erstmal vorne an mit dem Altar, dem Kreuz und der Kanzel. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Ja, das ist gut. Können wir den Altar denn mitnehmen? Den nehme ich mit, wenn ich mit meinem Möbeltransporter in der Gegend bin. Das ist eine sehr weise Entscheidung. Können wir denn mit dem reden? Hallo? Gott? Bist du zu Hause? Er hält wohl gerade ein Nickerchen. Wie so oft. Benutze Altar. Ich finde den Powerknopf nicht. Was machen wir denn da? Vielleicht Harvey draufsetzen. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, dass Elvis noch lebt. Zählt das? Nein. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Das erste Teil des Satzes, dieses Nein, hätte man doch was noch anfügen können. Wollen wir Jesus einen Bart malen? Später. Viel später. Erst wenn das alles hier vorbei ist. Scherze über Christentum sind auf jeden Fall ein heißes Eisen. Und solchen Eisen habe ich noch eine Menge im Feuer. Amen. Alles klar. sorry. Wir können hier mal vielleicht hier die Bibel ein bisschen zuschneiden. Nein, ich respektiere fremde Kulturen und ihre rituellen Kultstätten. Alles klar. Ob es ein Gebot gibt, du sollst nicht Gottes Unterschrift fälschen? Bestimmt nicht, aber dennoch würden wir mit Gottes Unterschrift wahrscheinlich nicht sehr weit kommen, weil ich persönlich glaube, dass Gottes Unterschrift in der Bürokratie ein bisschen wenig Zuspruch kriegt. Ich glaube, wenn jemand mit Gott unterschreibt, dann ist das eher nichtig als irgendwie gültig. Ich habe den Barmann ins Gästebuch eingetragen. Gleich nach Jeremias. Alles klar, gut. Vielleicht auch Dr. Marcel noch ins Gästebuch schreiben. Ich habe den Doktor ins Gästebuch eingetragen. Gleich nach Samuel. Alles klar, gut. Dann vielleicht ja auch den Topf. Das ist ein Altar und kein Mitbringbuffet. Das ist absolut mein Fehler, tut mir leid. Können wir denn vielleicht den Generalschlüssel opfern, sozusagen? Gute Idee. So sollte ich endlich Zugang zur Religion bekommen. Irrtum. Oder auch nicht. Antioxidationsmittel haben wir hier auch noch für den Altar. Ich meine, vielleicht sind ja hier die Seiten ein bisschen eingerostet. Wer weiß, wie lange die Bibel oder das Gebetsbuch hier schon so offen rumliegt. Das Christentum zu entrosten wäre eine Lebensaufgabe. Oh ja. Oh ja, da sagst du was Wahres, liebe Edna. Da sagst du was Wahres. Das ist ein Altar. Okay. Warum sie bei dem Fußnagel auf Mitbringbuffet kommt, weiß ich nicht so recht und ich will's auch nicht wissen. Wir haben ein Kreuz. Das Firmenlogo. Vor allem Firma ist eine schöne Bezeichnung. Jeder nur ein Kreuz. Ah, okay. Wir können kein zweites Kreuz mitnehmen. Schade. Jesus, bist du da? Er befindet sich nicht am Arbeitsplatz. Macht wohl gerade Pause. Wohl ziemlich lange. Ich glaube, dass der hier noch nie zugegen war. An diesem netten Kreuzchen hier. Ach nee. Für eure Sünden könnt ihr selbst sterben. Danke, Edna. Vielen, vielen Dank, dass du dich nicht für mich opfern willst. Das ist aber sehr lieb von dir. Ich hätte es nicht anders erwartet. Bist du gläubig, Harvey? Ich glaube, der zählt da. Ja, Elvis lebt sicherlich noch, deswegen zählt das definitiv nicht. Nein, ich respektiere...
Nein, war natürlich Quatsch. Wollen wir Jesus anbeten? Das ist das ganz gleiche. Harvey. Oh, nein, das ist ein neuer Satz. Ich wollte gerade sagen, das ist das ganz gleiche wie hier unten beim Altar, aber wohl nicht. Harvey is hot, Jesus not. Harvey is odd, Jesus not. Harvey is God, God is not. Harvey is God, ich lach mich tot. What the fuck? Okay, gut. Ein nettes Reimspielchen. Kann man da mit der Zickzackschere hier bei dem Kreuz was anrichten? Nein, ich... Okay, auch nicht. Kann man denn die Unterschrift fälschen? Lass uns Jesus Unterschrift fälschen. Wir könnten ihn dann heimlich zum Schwimmkurs anmelden. Jesus kann übers Wasser gehen, Marv. Ach ja. Ja, das ist richtig. Jesus hat so ein paar Fähigkeiten, die man gerne haben wollen würde. Aber die sind nun mal Gottes Sohn vorbehalten. So zumindest laut Christentum. Können wir denn die Barmann-Unterschrift, drei Kreuze, an das Kreuz malen? Jesus braucht keine Unterschrift vom Barmann. Mist. Er kann jederzeit Wasser in Wein verwandeln. Oh ja, gut. Da ist natürlich auch was dran. Jesus braucht keine Therapie. Er braucht einen Ernährungsberater. Das? Ja, okay. Das lasse ich einfach mal so stehen. Er sieht hungrig aus. Ich glaube, Edna sieht Gespenster, da ist doch niemand. Also ich meine, das ist der Arbeitsplatz von Jesus, aber da hängt keiner. Zumindest sehe ich keinen, der hungrig aussehen könnte. Gute Idee. So sollte ich endlich zugang... Achso. Ja, der Irrtum, nicht wahr? Um Jesus... Nein, das... Sorry. Um Jesus Achselhöhlen zu entrosten, bräuchte ich eine Drahtbürste. Das will ich gar nicht so genau wissen. Ich hoffe, es geht hier um die hölzerne Adaption von Jesus. Von mir auch aus Metall. Ist mir vollkommen egal. Hauptsache hier hängt, sie meint nicht den Jesus aus Fleisch und Blut, in Anführungszeichen, der hier sein solle, für dessen Entrostung der Achselhüllen sie eine Drahtbürste braucht. Das wäre heftig. Ich habe Jesus ans Kreuz gefußnagelt. Sorry, der war nicht schlecht. Knusper, knusper, knusper. So, wir haben hier noch eine Kanzel. Ein Vorläufer des Fernsehers. Jo, alles klar. Dann können wir die Kanzel mitnehmen. Das geht leider nicht. Ich habe meinen Kanzelbeutel in der Anstalt vergessen. Ich habe doch gewusst, wir haben irgendwas liegen lassen. Den Kanzelbeutel, natürlich. Können wir dann wenigstens mit ihr reden, wenn wir sie schon nicht mitnehmen können? Ich bin nicht so der pastorale Typ. Okay. Können wir sie benutzen vielleicht? Ich bin nicht so... Auch nicht. Können wir den Harvey draufsetzen? Ui, eine Kanzel. Darf ich freie Liebe predigen? Nicht jetzt. Er wollte, aber nicht jetzt. Okay. Können wir den Poloschläge mit der Kanzel benutzen? Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen Presslufthammer. Andergaster Steineichenholz. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Schade. Können wir denn vielleicht was draufkritzeln? Ein paar Verzierungen malen oder sowas? Oh. Das hat sogar besser funktioniert, als ich erhofft habe. Als ich es mir erhofft habe, so rum. voll geil. Wir haben einfach mal Zähne, Augen und Augenbrauen gemalt. Finde ich süß. Können wir denn die Topflappen damit auch noch benutzen? Die Kanzel ist kalt wie eine Ministrantenschnauze. Okay. Können wir denn ein Muster reinschneiden? Die Kanzel ist aus Andergaster Steineichenholz. Da bräuchte ich schon einen +3 Zweihänder. Ich vergaß, dass es Andergaster Steineichenholz war. Tut mir leid, das war mein Fehler. Aber den +3 Zweihänder haben wir natürlich nicht vorrätig. Das wäre maximal unser Poloschläger und selbst der kommt nicht gegen an. Das ist halt nur ein +2 Zweihänder. Kein +3. Welche Unterschrift soll ich fälschen? Die des Holzwurms? Ja, zum Beispiel. XXX. Okay, gut. Das hat nicht funktioniert. Können wir denn vielleicht mit der Dr. Marcelschen Unterschrift ein bisschen mehr Verzierung dranbringen? Dr. Marcel was here. Auch nicht. Können wir denn den Topf benutzen? Wie geht? Da steht schon ein Topf. Auch Pastoren haben Bedürfnisse. Oh,
Das will ich mir gar nicht so genau vorstellen. Auf gar keinen Fall. Nein, 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 wir machen schnell mit dem Generalschlüssel weiter. Oh Gott. Gute Idee. So sollte ich endlich zu... Ja, okay, den kennen wir schon. Das ist ein Irrtum, das funktioniert so nicht. Vielleicht ja mit dem Antioxidationsmittel. Nanu, das wirkt ja gar nicht. Ach, hier steht's ja. Hilft nicht gegen Kanzelrost. Ah, gut. Haben wir Glück gehabt, die Kanzel ist sehr mit Kanzelrost überzogen. Die hätten wir sowieso nicht in unseren Kanzelbeutel reintun wollen, selbst wenn wir ihn nicht in der Anstalt liegen hätten lassen. Egal, kann man den Fußnägel mit der Kanzel benutzen? Die Kanzel ist nicht geschraubt. Die Kanzel ist nicht geschraubt. Sie wurde im Stück aus einer Steineiche gemeißelt. Okay, gut. Was haben wir denn sonst noch hier drin? Das dürfte es eigentlich gewesen sein. Wir haben noch zwei Türen und noch einmal nach hinten. Aber wir können natürlich auch zuerst mit Poki reden. Ja, spätestens in diesem Raum habe ich dann meine Bedenken gegenüber Pietätslosigkeit dann vollständig abgelegt. Aber wenn der Spieler halt unbedingt, weiß ich nicht was, eine Zickzackschere mit einem Altar benutzen will, dann soll er halt, weiß ich nicht, eine entsprechende Antwort bekommen, schätze ich mal. Wobei ein paar Sachen halt echt grenzwertig waren. Irgendwie, Jesus braucht keine Therapie, er braucht einen Ernährungsberater. Das ist eins davon. Aber irgendwo in diesem Raum versteckt sich auch, und das hat mich jetzt tatsächlich überrascht, eine Anspielung auf unser aktuelles DSA-Adventure. Schon zu dieser Zeit. Ja. Ich hätte es nicht gedacht. Tja. Manche Sachen sind halt wie aus einer Wundertüte. So, dann gehen wir doch zuerst mal hier durch diese Tür hier. Oh, hallo, Pastor. Buch, Plakat, 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 Verstärker, Heft, Kopfhörer, Fernseher, Anlage, Plakat, Plakat. Puh, viele, viele Sachen hier zu erkunden. Haben wir noch was vergessen? Sofa. Sofa gibt's noch. Das wär's dann aber auch gewesen. Dann fangen wir doch mal bei diesem offensichtlichsten Teil an. Wir fangen mal mit dem Buch an. Oh. Ha, okay. First Steps. EGAHD. Und hier so Gitarrenseiten. Und... Keldorfs Mama? Was? Raus. Okay, das ist wohl ein Hinweis auf ein späteres Rätsel, so wie mir das aussieht. Ach du Heiliger. Ja, das werden wir später sicherlich nochmal brauchen. Aber was das für Noten sind, hätte ich tatsächlich nicht gebraucht. Ich meine, es ist C, D, E, das ist ein E... F, G, A, das ist ein A, H, C, D, das ist ein D, dann gehen wir wieder zurück, dann nimmt man hier das H, das A, nein, das H, sorry, und hier das G. Gut, dafür, das hätte ich natürlich noch gebraucht, Gitarre spielen kann ich dann doch nicht. Okay, wir gehen raus und werden wohl später einen kleinen Akkord spielen müssen. Ich glaube, es ist ein Akkord. Steinigt mich bitte nicht für solche Aussagen. Ich kenne mich mit Musik 0, nichts aus. Aber Noten lesen, das kann ich noch aus der Schule. Das habe ich mir merken können, warum auch immer. Wir schauen mal weiter die Plakate an. Beziehungsweise können wir mit dem Buch reden. O golden aufgebahrtes Sammelsurium semantischer Sinnzusammenhänge. Wirst du mir dein Wissen preisgeben? Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Ich kann aber doch nur ansehen, benutzen, nehmen und reden. Tja, Pech gehabt. Ja, können wir es denn mitnehmen? Nein, okay. Können wir es denn benutzen? Okay. Ha. Wisst ihr was? Es tut mir wirklich leid, aber es ist so viel Zeug in diesem Raum zu erkunden. Das Buch haben wir jetzt schon gesehen. Das ist ein Hinweis auf irgendein Musikrätsel. Was wohl noch kommen wird. Aber alles Weitere würde ich gerne relativ zusammenhängend anschauen. Das heißt, wir werden uns diesen Raum erst in der nächsten Folge anschauen. Ich wünsche euch bis dahin einen wirklich traumhaften Tag. Und das war's für heute. Tut mir wirklich leid.
Aber wir schauen uns das alles in aller Seelenruhe zusammenhängend morgen an. Ich wünsche euch bis dahin einen wunderschönen Tag. Euer Matze. Macht's gut. Bis morgen. Ciao.